Ja, und Magdalena Neuner natürlich im Sinne aller Biathlon-Fans in Deutschland ganz herzlichen Glückwunsch zur Goldmedaille. Und Magdalena, das ist kein Traum mehr, das ist Wirklichkeit. Was sagen Sie zu Ihrem Rennen? Ich kann gar nichts mehr dazu sagen. Das ist so Wahnsinn einfach. Ich habe beim letzten Schießen gewusst, jetzt geht es wirklich um alles. Den letzten habe ich dann wirklich noch daneben zittert, habe aber gewusst, das schaffe ich irgendwie. Und wenn ich sterben muss auf der Runde, und es hat gereicht, und es ist ein super Gefühl. Dann sind Sie rausgegangen, ungefähr 6-7 Sekunden vor Kuzmina. Wussten Sie da schon, das wird heute klappen, Sie haben gute Ski, ich bin gut drauf, oder wurde es nochmal richtig eng vom Gefühl her, vom Kopf her? Ja, vom Gefühl her wusste ich schon, das schaffe ich. Bei 6 Sekunden muss man auf der Runde erstmal rauslaufen, und als dann bei der zweiten Zeit schon ein paar Sekunden rausgeholt gehabt habe, habe ich gewusst, jetzt einfach nur noch auf den Skiern bleiben, nicht irgendwo abfliegen in der Abfahrt, und dann klappt's. Auf was freuen Sie sich heute am meisten? Ich kann mir vorstellen, auf die Goldmedaille, auf die Eltern, auf den ganzen Tag, was da noch kommt. Ja, ich freue mich am allermeisten auf die Medals Plaza, wenn ich da wirklich oben stehe und die deutsche Nationalhymne kommt. Das wird schön. Dann genießen Sie das. Vielen Dank. Danke.